Herzlich willkommen zum neuen Tech Talk, zum Tech Talk 21 und diesmal jetzt zu einer normalen Folge wieder, wie ihr es kennt, hier von Schreibtisch aus, einmal mit mir, Steffen Kolb, und mit Georg und mir, Tobi. Genau. Und am Anfang erstmal noch kurzer Hinweis, warum sind wir jetzt bei Folge 21 und warum ist die Folge 20 noch nicht online? Die Folge 20 ist der Jahresrückblick, den ich aktuell noch schneide. Und da gab es so ein paar Verzögerungen. Das ist zwar jetzt echt blöd, weil jetzt schon fast Ende Januar und so, aber wir haben da ein bisschen übertrieben mit Kamera und was weiß ich alles. Und der kommt noch. Also es kommt noch, nur wir hatten jetzt auch Sachen, wo ich sagen muss, die waren wirklich ein bisschen wichtiger. Ich sage nur Jahresabschluss, Steuer, Finanzen, Buchhaltung und so weiter. Anfang Januar ist ein bisschen blöd. Und da muss ich sagen, das geht halt dann doch immer noch ein bisschen vor, weil das Finanzamt, da zählt es halt nicht, wenn ich sage, ja, ich muss hier noch Tech Talk schneiden. Ich glaube, da sind die nicht so ganz mit zufrieden. Und deswegen haben wir jetzt erstmal gesagt, okay, damit was kommt, kommt jetzt erstmal dann der Tech Talk 21 und der 20er wird nachgereicht. Der kommt dann nämlich die Woche drauf und dann geht es wieder ganz normal weiter und wir haben noch so ein paar Überraschungen, da möchte ich jetzt aber noch nichts großartig ankündigen, nur so viel, das Audio-Thema wird vielleicht noch ein bisschen umgebaut, wir haben da noch so ein paar Sachen in der Pipeline und der Tech Talk soll auch noch mal ein bisschen aufgewertet werden. Jo, so viel zu den Ankündigungen. Es gab, das war glaube ich noch vor Weihnachten, kurz vor Weihnachten, gab es noch einen Zwischenfall. Lustigerweise oder traurigerweise war er jetzt direkt bei mir in der Nähe in Coburg und da gab es einen riesen Datenskandal. Was ist denn da passiert? Ihr habt es vielleicht schon gelesen im Teaser oben, Behördendaten auf eBay. Das Thema ist einfach, bei eBay ist eine Festplatte oder eine SSD aufgetaucht und auf dieser SSD befanden sich Daten vom von der Zulassungsstelle in Coburg. Und weil das Ganze ja noch nicht genug war, waren da auch noch E-Mails von 15 Mitarbeitern der letzten, keine Ahnung, 10 Jahre oder so drauf, plus noch Daten vom Jugendamt, weil scheinbar da gab es eine Besonderheit, der Arbeitsplatz, also es war eine Desktop-Festplatte von einem Desktop-Gerät, da war scheinbar auch öfters mal eine Mitarbeiterin vom Jugendamt angemeldet und die hatte da auch noch Daten. Also schlimmer geht's eigentlich gar nicht. Ja, und wie ist das Ganze aufgedeckt worden? Die Platte hat zum Glück, muss man sagen, Informatiker auf oder ein IT-Administrator hat die gekauft aus der Nähe von, ich meine, es war Erlangen und hat dann gemerkt relativ schnell, oh, da sind ja brisante Daten drauf. Das dürfte eigentlich gar nicht sein. Der hat die auf eBay gekauft bei einem Händler, der so refurbished Teile anbietet, also auch SSDs und Festplatten, die aber angeblich refurbished, also wieder aufbereitet sein sollten, also dementsprechend auch gelöscht. Ja, und dann hat er gesehen, holla die Waldfee, da sind ja wirklich brisante Daten drauf. Und der ist dann mit der Festplatte zu Heise, zum Heise Verlag, also CT-Magazin, kennen sicherlich viele, gefahren. Davor hat er natürlich mit denen Kontakt aufgenommen, hat gesagt, hey, die Daten, das ist mir so brisant, da fahre ich lieber mal vorbei. Na, also sehr umsichtig, was man jetzt von der Behörde vielleicht nicht so behaupten kann. Und hat die dann dem CT-Magazin zur Verfügung gestellt. Und das war natürlich sehr brisant. Die haben dann gleich logisch das Ganze auch gemeldet an bayerischen Datenschutzbeauftragten und was man da so machen muss. Also eine Riesennummer. Aber man muss ja auch mal überlegen, was sind da für Daten drauf? Das ist richtig heftig, weil das sind die, ja, seitdem die Platte halt eingesetzt wurden, sind alle Daten, die praktisch in dieser Behördensoftware erfasst wurden, sind nochmal lokal zwischengespeichert worden. Aber die sind halt nicht gelöscht worden. Also dieses Dokumentenmanagement, was scheinbar die Kfz-Zulassungsstelle benutzt, funktioniert so, dass du da irgendwas ablegst und das wird dann zwar auf einen Server kopiert, aber die lokale Kopie verschwindet erstmal nicht. Wahrscheinlich wird die erst überschrieben, wenn die Platte irgendwann mal voll ist oder so. Man behält die halt ziemlich lang, lokal. Und das ist halt das Riesenproblem. Die liegt lokal unverschlüsselt. Und wenn die Platte dann halt, ja, außerhalb des Unternehmens oder außerhalb der Behörde geht,
dann gehen die Daten halt mit. Und ich meine, ganz ehrlich, Jugendamt, das ist schon heftig sowas. Also das sind Daten, die möchte man nicht unbedingt in falschen Händen haben und sowas. Da kriegst du wahrscheinlich im Darknet richtig viel Geld für solche Daten. Und auch Zulassungsstelle, da wird der Führerschein gescannt. Da gibt es Unterschriften, da wird vielleicht der Perso auch noch gescannt oder keine Ahnung was alles noch mitgenommen. Die ganzen Fahrzeugdaten, die Adresse, Telefonnummer, Kennzeichen. Kennzeichen, genau. Alles, was da drauf ist, dran ist, ist auf dieser Platte mit gewesen. Plus halt der E-Mail-Verlauf, dadurch, dass die Outlook benutzen und in Outlook diesen Caching-Modus anhaben. Das ist der einzige, oder das ist das einzige, was man nutzen kann oder mit dem man Outlook nutzen kann, weil wenn du den nicht anhast, dann wird Outlook arschlangsam. Also ich verstehe die Admins, warum die das gemacht haben, will ich nur damit sagen. Aber dieser Cache-Algorithmus oder dieses Caching-Ding in Outlook bedeutet halt, ich habe eine lokale Datenbank von meinen E-Mails noch auf meiner Festplatte. Und da sind wir wieder beim gleichen Punkt. Wenn die dann außer Haus kommt, habe ich ein Riesenproblem. So, wie hat sich jetzt die Behörde verhalten? Was haben die da falsch gemacht? Naja, die Behörde hat einen Vertrag mit einem Dienstleister, der sich um die PCs kümmert. Der Dienstleister nimmt die Festplatten auch wieder mit zurück, wenn irgendwas kaputt ist, wenn es Probleme gab. Und die Festplatte ist anscheinend kaputt. Die hat, oder die SSD, die hat einen Defekt. Denn wenn man zum Beispiel Daten runterlädt, dann schaltet die sich irgendwann ab. So, und das hat halt auch das CT-Magazin und der Administrator bemerkt und die haben das halt dann trotzdem geschafft, die Daten. Ich meine, es gibt Tools, die fangen dann halt wieder an, wenn die Festplatte sich aufhängt, dann wird die halt kurz neu gestartet und dann lädt man halt weiter, so lange bis sie halt wieder abbricht. So, und das haben die halt gemacht und so konnten die halt diese ganzen Daten rekonstruieren. So, die Festplatte ist über den Dienstleister scheinbar dann wieder zurückgezogen worden, weil die kaputt war. Die Behörde hat gesagt, okay, wir haben ja einen Vertrag mit denen, dass die die Daten sicher löschen. Sicheres Verfahren zum Löschen. Das ist wohl scheinbar auch passiert oder haben sie scheinbar auch versucht, nur es ist nie kontrolliert worden, ob es auch wirklich funktioniert. Das Problem bei SSDs ist halt auch, dass die zum Beispiel bestimmte Sektoren haben, die du nicht einfach so wie bei einer Festplatte überschreiben kannst. Da bleiben nämlich die Daten relativ lang drin, außer sie werden halt mit neuen, frischen Daten betankt oder so. Also es ist schwierig. Auch Sektoren, die zum Beispiel absterben, die behalten dann eben die Daten noch drin. Also eine SSD ist eigentlich ganz schwierig, sicher zu recyceln. Also eigentlich kannst du SSDs oder solltest du SSDs immer schreddern. Das ist eigentlich so der beste Weg. Und das ist auch, muss ich ganz ehrlich sagen, der Weg, den ich von unseren Rechenzentren kenne, wo wir einmal mit QSO4U sind, wo ich arbeite und so weiter, da werden die Platten einfach geschreddert. So, da ist, ich meine, natürlich, Greta Thunberg wird das nicht gefallen, ist es klar, aber das ist einfach der sicherste Weg, wie du diese Daten vernichtet bekommst. So, und das ist halt hier eben nicht passiert, das heißt, es ist an den Dienstleister, der dafür unterschreibt, dass die Daten sicher gelöscht werden. So, der Dienstleister, es gibt so Geräte, da habe ich mich auch mal ein bisschen schlau gemacht im Netz, da gibt es halt so Maschinen, wo du halt so 50 Festplatten reinsteckst und dann drückst du da auf den Knopf, da ist ein Display dran und dann überschreibt der. Dann kommst du nach 2 Tagen wieder und da hat er 24/7 diese Festplatten mit Nullen und Einsen einfach wahllos beschrieben und entschrieben und gelöscht und formatiert und whatever. Das ist ein Verfahren, das funktioniert, wenn eine Festplatte funktioniert, aber das funktioniert nicht, wenn eine SSD defekt ist. So, in dem Fall war die SSD defekt und die Mitarbeiter dort haben scheinbar nicht gemerkt, das Gerät hat es vielleicht nicht angezeigt und die haben gedacht, okay, super, alles klar, die SSD ist gelöscht und haben die SSD an irgendeinen eBay-Schieber, an irgendeinen Shop, der halt, was weiß ich, irgendwelche Refurbished-Teile vertickert auf eBay, weitergegeben. Und so ist diese SSD, die vermeintlich ja von der Behörde an einen sicheren Dienstleister übertragen wurde, der das dann alles DSGVO und schieß mich weg konform, bearbeitet und löscht, ist das Ganze halt dann eben in den normalen Handel gekommen. Und was hätte die Behörde machen können? Die Behörde hätte zum Beispiel die Festplatte oder die SSD einfach verschlüsseln können, ne? Also dann hätte man das Ding ja trotzdem wieder zurückgeben können. Die hatten auch noch einen weiteren Fehler gemacht. Dieser Begriff, den hatte ich vorher noch nie gehört, den gibt es scheinbar im Behördenumfeld relativ häufig, dass du PCs kaufst mit Festplattenverwurf, nennt sich das.
Das heißt also, wenn der PC zurückgeht oder zur Reparatur geht, wenn der Garantiefall eintritt, dann geht der immer ohne Festplatte. Egal, was an dem PC ist, wenn was dran ist, dann baue ich als Behörde einfach die Platte raus und der PC geht ohne Speicher raus an den Service-Dienstleister und dann wird er repariert und du bekommst ihn dann wieder ohne Festplatte. Und diese Option hatten die damals wahrscheinlich aus Kostengründen, man kann nur spekulieren, hatten die diese Option eben nicht mitgebucht. Das heißt, die Festplatte wurde halt mit an diesen Dienstleister gegeben, beziehungsweise die musste mitgegeben werden, da gab es keine Option. Ja, und das war eben das ganze Problem bei dieser ganzen Behördenaktion. Und man hätte jetzt hergehen können und hätte als Behörde einfach erstmal seine, vielleicht sogar auch seine Software mal kritisch hinterfragen können, weil muss eine Software, wenn ich sowieso auf dem Server arbeite, immer noch lokale Kopien von den Sachen vorhalten? Das ist das eine. Das andere ist halt wieder dieses Outlook-Thema, weil wenn du halt, ich kenne es ja selber, ich nutze ja selber viel Outlook, wenn du halt sehr viele Dateien in Exchange hast und so, du willst das Ding nicht komplett online betreiben, weil das ist dann so arschlangsam auf gut Deutsch, dass du es nicht benutzen kannst. Deswegen hast du diesen Caching-Modus meistens immer an, dass du eben auf die Daten zugreifen kannst. Vorteil ist halt auch, du kannst zum Beispiel auch offline auf die Daten zugreifen. Ist jetzt bei einem PC nicht so relevant, aber bei einem Notebook, wenn du unterwegs bist, kannst du halt auf das Postfach auch offline zugreifen. Und wenn es dann wieder online ist, der Rechner oder der Laptop, dann kann er sich eben mit dem Exchange-Server oder mit der Microsoft Cloud Office 365 wieder verbinden und synkt dann einfach die Daten wieder hoch ins Netz oder in die Cloud. Und das ist halt einfach das Thema, da hätte man vielleicht was überdenken können, aber das Effektivste wäre halt nach wie vor gewesen, einfach die Festplatte zu verschlüsseln und dann hätte ich sie an den Händler geben können, ohne Probleme und dann wäre es wahrscheinlich oder ist es unwahrscheinlich, dass jemand sich die Arbeit macht und die Daten entschlüsselt, vor allem, weil er ja gar nicht weiß, was dahinter ist. Das Entschlüsseln ist halt, wenn du einen zeitgemäßen Algorithmus verwendest, ist es halt sehr schwierig. Nicht unmöglich wahrscheinlich irgendwann mal, aber es ist halt derzeit dann sehr schwierig, da ranzukommen und die Arbeit macht sich halt kaum einer und eher Geheimdienste, aber gut, die könnten wahrscheinlich auch anderweitig in die Netze von so einer Behörde eindringen und könnten sich die Daten da besorgen. Gut, also so viel zu dem Thema. Lustigerweise hat es ja auch noch der Georg Schnurer betreut. Das ist ja auch ein ehemaliger Coburger, das wissen ja die wenigsten. Der Georg Schnurer kommt ja aus Coburg, der ist dann zum Studieren nach Hannover und hat dann bei der CT angefangen, ist im Moment, glaube ich, Chef vom Dienst bei denen. Der war ja mal irgendwie Chefredakteur oder so. Und ja, das ist das ganze Thema zu dem Datenskandal hier in Coburg. Also wenn hier mal was passiert, dann gleich richtig. Und es ist jetzt keine Sache, mit der man sich brüsten kann hier. Aber es ist halt interessant, dass sowas halt uns hier auch mal passieren kann. Und ich fand's ja, also ich war ja unterwegs, wir hatten ja in München gedreht, eben den besagten Jahresrückblick und dann saß ich halt dann auf dem Rückweg in der DB-Lounge und ich glaube, wahrscheinlich haben manche Leute ein bisschen blöd geguckt, weil ich dann in der DB-Lounge habe ich noch ein bisschen was im Internet gemacht, auf einmal sehe ich hier Datenskandal Coburg, kriege ich eine Nachricht, hey, guck dir das mal an, was hier in Coburg los ist und ich mir, oh scheiße, oh scheiße, naja gut, aber das kann passieren, darf nicht passieren eigentlich, aber es kann passieren und es passiert auch ständig irgendwas. Und ja, da kann man sich nur gegen schützen mit Verschlüsselung und dass man seine Systeme halt ordentlich schützt und halt auch die Sachen ordnungsgemäß vernichtet und halt nicht sagt, okay, aus der Festplatte holen wir nochmal 2 Euro raus, sondern man sagt, okay, die Festplatte, wenn sie halt am Lebensende ist, dann wird sie halt vernichtet. Was halt ein bisschen blöd ist, gebe ich zu, wenn man PCs aussortiert, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, und die dann verkaufen möchte, die verkaufen sich halt ohne Festplatte relativ schlecht. Ne? Aber es gibt ja auch die Möglichkeit heutzutage dann eben ja eine günstige SSD, was kostet heutzutage eine SSD? Ne? 120 GB kriegst du, glaube ich, für 30 Euro mittlerweile. Dann kauft man halt so eine Billig-SSD, baut die da rein und vertickt den Rechner dann eben mit Platte und dann ist halt da eine neue drin oder was weiß ich, man macht es anders, man
kauft sich bei eBay von irgendeinem anderen eine gebrauchte Festplatte und baut die dann ein, dann sind es wenigstens nicht deine eigenen Daten, die da noch eventuell drauf sind. Ja, also man muss halt irgendwie drauf gucken, dass die Daten dann nicht unbedingt auf der Platte liegen, ne? Aber gut, im Nachhinein ist man immer schlauer und ich weiß, ich meine, klar, ich komme zwar hier aus der Nähe, aber ich habe jetzt auch keine genauen Kontakte und wenn, dann würde ich es wahrscheinlich auch nicht in die Öffentlichkeit stellen, was da jetzt im Hintergrund gelaufen ist, was die für IT aus für Leute haben, die wie die ausgebildet sind und keine Ahnung, aber ich könnte mir vorstellen, dass bei so einem, ja gut, das ist ja bei uns, läuft das ja glaube ich übers Landratsamt oder so, könnte ich mir vorstellen, dass die auch nicht gerade mit Personal besegnet sind, also dass die hier eine große IT-Abteilung haben. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die ein ISMS haben, also ein Informationssicherheitsmanagement oder so, oder ein Datenschutzmanagement, sowas haben die wahrscheinlich alles gar nicht oder haben alles outgesourced und ja, man guckt vielleicht auch nicht so genau auf die einzelnen Prozesse, wie das im Detail jetzt abläuft. Und ich meine, ich muss ja ganz ehrlich sagen, wenn man sowas an einen Dienstleister gibt und der unterschreibt dir, dass er das sicher gelöscht hat und der ist vielleicht nur zertifiziert, wovon ich jetzt mal ausgehe, dann muss man sich eigentlich darauf verlassen können erstmal, was halt jetzt in dem Fall nicht der Fall war. Deswegen, also die Schuld ist jetzt nicht komplett bei der Behörde. Es ist halt dumm gelaufen, mehr als dumm gelaufen und ich bin mal gespannt, was jetzt hier noch so alles passiert, ob die Daten missbraucht werden, also bisher hat man zum Glück noch nichts gehört, weil wahrscheinlich glücklicherweise dieser Informatiker, das ist halt auch ein saudummer Zufall, weißt du, ein Informatiker kauft die Platte und sieht es halt und handelt halt auch richtig, ne? Also das ist auch schon großes Glück gewesen, also das hätte ja auch irgendjemand finden können und sagen können, ey geil, da habe ich gleich mal ein bisschen was fürs Darknet. Das kauft sicherlich jemand. Also diese Daten vor allem, die sind ja auch verifiziert. Das sind ja echte Daten. Und dafür wird sicherlich der ein oder andere Bitcoin fließen, weil man dann sagt, okay, das sind echte Daten. Da weiß man, diesen Menschen gibt es wirklich, die Adresse stimmt, weil er hat sein Auto ja erst drauf zugelassen und der Führerschein wurde überprüft. Und also das ist schon bestimmt ein paar Euro wert. Und diese Jugendamtdaten, naja gut, also gibt es sicherlich auch den einen oder anderen, der gerne sehen würde, was da gelaufen ist und wer da im Fokus steht und wer die Personen dort sind und so weiter. Also ganz heikle Nummer und ja, man sieht, es kann jeden treffen. Auch regionale Behörden, gerade Behörden, glaube ich, würde ich jetzt mal so behaupten. Gut, wen es auch trifft... Kleine Überleitung, sind Standorte in Nürnberg und Duisburg. Was ist denn da los, Georg? Genau, da baut Intel nämlich jetzt gerade die Standorte ab. Da verlieren insgesamt 450 deutsche Entwickler ihren Job. Das Ganze ist in Folge von, weil Apple diese Sparte aufgekauft hat. Und die haben jetzt quasi jetzt nur diesen Standort München übernommen und sagen, Nürnberg und Duisburg, das braucht man halt nicht. Verschwindet. Wir haben keinen Bedarf für euch. Das ist blöd. Weiß man denn, wie viele Mitarbeiter das sind? Wie gesagt, es sind insgesamt 450. 450. Genau. In Nürnberg sind es so 250 und in Duisburg betrifft es 200. Einige von denen, da hat Apple auch das Angebot gemacht, ja kommt doch nach Nürnberg, da geben wir euch eine Stelle, aber das ist anscheinend nicht oft genutzt worden. Also das ja, gut. Haben bloß Einzelne. Nicht jeder möchte bei Apple arbeiten. Geld, Tobi. Zum einen. Ja gut, arbeiten vielleicht, aber wenn ich ihre Produkte nicht nutzen muss, ist alles in Ordnung. Ja gut, es geht wahrscheinlich dann nicht, dass du sagst, du kriegst hier einen, was weiß ich, einen Arch Linux-Rechner. Das ist, glaube ich, nicht erlaubt bei Apple. Ja, aber da kann ich den Mitarbeiter verstehen, weil extra nach München ziehen, bei den Kosten, wo du in München hast. Oh ja, oh ja. Also München ist ja schon echt scheiße. Also möchte ich jetzt nicht unbedingt wohnen. Aber ja, wer David hier, der kann da von Liedchen singen. Ne? Der ist ja auch mittlerweile aus der Innenstadt geflüchtet und ist ein bisschen weiter raus, weil du halt einfach keine vernünftigen Wohnungen kriegst für einen bezahlbaren Preis. Ne? Also wenn du dann halt irgendwie, was weiß ich, für 30 Quadratmeter kalt 2000 Euro bezahlen muss, dann ist das halt schon was, wo man sagt, ah nee, das ist dann doch nix, ne? Naja. Ja, wie gesagt, Apple sehr speziell. Der Marvin, der bei Kurs of You mal für unser Marketing tätig war, der hat ja auch mal eine Zeit lang für Apple gearbeitet.
Ja, muss man wollen. Gut, wo man auch mitfahren möchte, wollen, wie auch immer, was man auch wollen möchte, muss, egal, die Bahn. Tobi, ja, die Bahn. Die gute deutsche Bahn, ob man jetzt will, muss oder kann, ist ja, genau. die Frage, die einem jedem selbst gestellt bleibt. Allerdings ist es so, dass es ja doch vorgekommen ist, dass das WLAN in deutschen Zügen ja doch eher nicht vorhanden ist. Nicht vorhanden bzw. schlecht vorhanden ist. Und das will die Deutsche Bahn jetzt im Laufe des Jahres 2020 ändern, indem sie einfach ihr WLAN-Angebot verbessern möchte und auch solche Sachen wie, dass dasselbe WLAN, wie du im Zug genutzt hast, auch an Bahnhöfen nutzbar ist. Also im Grunde steigst du aus dem Zug aus und merkst, du sollst keinen Unterschied mehr merken. Also alles schöne neue Welt, sprich wir können aufs Handy glotzend in den Zug einsteigen und genauso wieder rauskommen. Naja, das ist ja dann praktisch so Art wie Roaming oder beim WLAN, wie heißt es beim WLAN, oh Gott, da gibt es so ein Protokoll, wo du halt dann ohne, also dieses Meshing halt, dass du eben WLAN-Netz genau, meshst. Dass man einfach ins andere Netz rübergeleitet genau, wird. Genau, ohne Reconnect, dass du dann einfach in das neue Netz oder von Mast zu Mast, das gibt es ja im Mobilfunk, muss es das ja geben, weil du kannst ja auch im Auto telefonieren, wenn du Empfang hast auf unserer Autobahn und dann wirst du ja von Mast zu Mast weitergereicht und es ist ja nicht so, dass dann die Verbindung jedes Mal getrennt wird. Mir ist gerade entfallen, wie dieses Protokoll heißt. Netzwerktechniker werden sicherlich unten in die Kommentare schreiben und sowas werden die da wahrscheinlich auch benutzen, schätze ich mal. Network Steering fällt mir jetzt ein, der Begriff. Ja, genau, dieses Steering. Ja, genau. Nee, das wird dieses Protokoll dann sein. Was auch witzig ist, bisschen off-topic zum Thema Deutsche Bahn. Habt ihr gesehen, die haben ja jetzt neue Uniformen, bekommen ja jetzt die Schaffner. Das sieht ja sehr speziell aus. Also jetzt nicht. Habt ihr es gesehen? Oder? Nee, ja, wir haben es gesehen. Also ich schau gerade nach. Also, ja, finde ich ein bisschen komisch. Also, Ja, ich finde es echt gewöhnungsbedürftig, weil das ist halt, es sieht halt total edel irgendwie aus, ne? Also, aber es passt halt irgendwie nicht unbedingt zur Deutschen Bahn, wenn ich jetzt mal ehrlich bin. Also das ist dann doch irgendwie sehr speziell. Also es ist nicht hässlich. Also ich würde jetzt nicht sagen, oh Gottes Willen. Okay. Ja, es ist nicht hässlich, aber es passt irgendwie nicht zur Deutschen Bahn. Ich schicke mal kurz einen Link hier rein. Nee, also das ist wirklich, vielleicht wenn ihr das auch gesehen habt, schreibt mal in die Kommentare, wie ihr die neuen Uniformen findet von der Deutschen Bahn. Aber das ist, weißt du, wenn ich in einem 5-Sterne-Restaurant irgendwie bin und dann ein Kellner so ankommt, sage ich, okay, ne, aber wenn jetzt ein Zugbegleiter irgendwie dann so rumläuft, das ist dann schon echt gewöhnungsbedürftig oder eine Zugbegleiterin, muss man sich dann erstmal dran gewöhnen. Ich wollte gerade sagen, es hat so ein bisschen was von Stewardess oder beziehungsweise von so Flugbegleiter. Ja, ja. Aber ich meine, gut, warum nicht? Ich meine, die Bahn muss sich auch weiterentwickeln und irgendwann gewöhnt man sich da dran, aber es gibt halt auch Leute, die können sich über jeden Scheiß aufregen und da haben sich auch sicherlich viele Leute darüber schon wieder aufgeregt, was ich mitbekommen habe. Twitter und Co. sag ich nur, aber ich finde es jetzt gar nicht mal so schlecht. Also ich meine, gerade jetzt dieser eine Anzug da, der wirkt schon sehr altherrenhaft, also da ist schon irgendwie, weiß ich nicht, fehlt nur noch dieses Monokel und dann und irgendwie eine Eule auf der Schulter oder so. Ja, dann hast du den gewöhnlichen Berliner, das ist wieder was anderes. Ja, aber an sich, warum nicht? Ich meine, die zum Beispiel die ÖBB oder so, die fahren ja auch mit Schaffnern durch die Gegend, die auch ein bisschen, wie soll ich sagen, exklusiver gekleidet sind und ein bisschen vornehmer. Warum nicht? Na, und vielleicht sorgt das ja auch wieder für ein bisschen Respekt vor den Schaffnern. Also ich habe in meinem Bekanntenkreis habe ich halt Zugbegleiter und die berichten halt öfters mal, dass es halt eine Katastrophe ist und dass eigentlich jeder versucht, aus diesem ganzen Regionalverkehr, wo du halt auf gut Deutsch die Assis hast, also die Besoffenen, die Junkies, die Leute, die halt einfach sich nicht benehmen können, dass die da versuchen rauszukommen und in den Fernverkehr gehen. Bei manchen geht's halt nicht, klar, weil wenn du halt Familie hast und so, musst dann weiter wegfahren und bist dann halt öfters, musst im Hotel übernachten. Das ist ja bei diesen Fernverkehrleuten ist es halt das Problem, weil die fahren halt, was weiß ich, teilweise die Bahn fährt ja bis Amsterdam oder Paris oder so. Und wenn du dann halt
dort bist am Abend, dann übernachtest du halt und fährst halt erst am nächsten Tag wieder heim. Das ist halt nicht so geil, wie wenn du jetzt im Regio-Verkehr bist und bist halt jeden Tag wieder zu Hause dann, ne? Aber an sich ist das schon ein harter Job. Das unterschätzt man halt so ein bisschen auch immer bei den Zugbegleitern. Möchte ich nicht machen und ich bin auch jedes Mal froh, wenn ich einen erwische, der einigermaßen gute Laune hat. Aber es gibt schon Leute, die sind sehr gefrustet da in dem Bereich. Gut. Gehen wir mal wieder zurück zum Thema. War mal kurz mal ein bisschen abgeschweift von dem ganzen Thema. Ich habe jetzt noch was anderes. Geht mal wieder um kaputte Hardware. Von den geschätzten Kollegen von Host Unlimited. Vom Tim. Der ist dort der Chef. Also man kann ihn kennen, man muss ihn nicht kennen. Ich kenne ihn halt und ich kenne den Kanal halt auch, den er macht und ist ja eigentlich, will jetzt nicht sagen Konkurrenzunternehmen, aber ist eigentlich ein Mitbewerber, ne, um es mal schön auszudrücken, von Course of Your Services, Hashtag Werbung. Wie gesagt, Hoster für machen hauptsächlich, also Mitbewerber auch nur zum Teil, weil die halt hauptsächlich sich an Endkunden wenden und hauptsächlich an den Endkunden Server vertreiben, also Game-Server und TeamSpeak, Mumble, was weiß ich, Ventrilo, weiß ich gar nicht, ob er das noch hat, aber halt hauptsächlich eben Gaming, Minecraft sehr viel oder dann eben diesen ganzen anderen Kram. Und die betreiben halt Server in einem Rechenzentrum als Co-Location und betreiben die halt auch mit SSDs. So, was ist jetzt warum schafft das hier einen Podcast? Der hat sich SSDs gekauft, Marke Samsung, glaube ich, war das, ja, Samsung. Und die sind dann irgendwie nach einem Jahr kaputt gegangen. Hat gedacht, okay, ist ja alles kein Thema. Ich habe ja einmal die 2-Jahre-Garantie, weil die das halt bei einem speziellen Händler kaufen. Und ich habe von Samsung noch die Lifetime-Garantie, lebenslang. So. Gedacht, alles kein Thema, hat er auch schon öfters gemacht, hat die Platte jetzt allerdings diesmal nicht über den Hersteller abgewickelt, nicht über den Händler abgewickelt, sondern direkt über den Hersteller abgewickelt. So, dann hat er die Festplatte versucht an den Hersteller zu schicken und die haben dann gesagt, nee, die reparieren wir nicht, Kurzform. Video ist verlinkt, also da ist ein bisschen ausführlicher. So, was kam dann raus letztendlich, um es kurz zu machen? Der Händler ist ein großer, deswegen habe ich es hier mal thematisiert. Ich nenne jetzt keinen Namen, aber das ist ein großer norddeutscher Hardware-Schieber, der auch im Privatbereich sehr gern genutzt wird. Er hat halt auch einen Business-Vertrieb. Der hat diese Dinger an ihn verkauft und der hat die Dinger aus irgendwie Singapur oder sonst was importiert. So, das Ding ist aber, Samsung weigert sich, die zu reparieren, weil die sagen, der Ländercode von der SSD stimmt nicht mit dem Käuferland überein. Das heißt, die haben für den asiatischen Markt haben die günstigere Preise und günstigere SSDs und die sind natürlich nur für diesen Markt gedacht und nicht für den europäischen Markt. So, und dementsprechend reparieren die diese Teile nicht für ihn. Und er bleibt halt jetzt auf den Schaden der SSD sitzen. Ist natürlich blöd, weil er kauft natürlich da einige von, weil er halt Rechenzentrum und so und Game-Server. Und dann kauft er halt nicht nur 10, sondern halt 50 von den Dingern. Und dann liegen die halt da und du weißt, okay, wenn die nächste jetzt kaputt geht, die kriege ich nicht repariert, weil der Hersteller halt sagt, nö, du bist ja nicht aus Singapur. Und blöde Situation, daraufhin hat er halt dann diesen Händler angeschrieben. Die haben das erstmal verneint, die haben dann auch gesagt, Moment mal, die Seriennummer der SSD, die steht nicht auf der Rechnung. Das ist gar keine von uns. Haben das erstmal verleugnet, du hast die gar nicht bei uns gekauft, die aus Singapur. Der ist natürlich auch nicht blöd, der weiß natürlich, weil er kauft ja hauptsächlich die bei dem Händler und nicht woanders. Und er weiß 100%, er hat ja auch noch die Rechnung, aber da steht halt nicht genau die Seriennummer von dieser SSD auf der Rechnung. Ich meine, ganz ehrlich, wer macht das? Wenn ich mir bei, was weiß ich, Elektromarkt XY mir so eine SSD kaufe, da steht ja auch nie die Seriennummer auf dem Kassenzettel oder bei der Online-Rechnung, weil die Arbeit macht sich halt kein Händler normalerweise. Ja, und dann hat er halt gesagt, nö, die ist nicht von uns, dein Problem, kümmere dich drum, wie du willst, aber nicht mit uns.
Und letztendlich bleibt er halt jetzt auf dem Schaden sitzen. Deswegen seid da mal ein bisschen vorsichtig, gerade wenn SSDs ultra krass reduziert sind. Vielleicht von Samsung, also von namhaften Herstellern, dann sind es vielleicht höchstwahrscheinlich irgendwelche asiatischen Marktprodukte, die eigentlich gar nicht auf den europäischen Markt gehören. Und wenn dann irgendwas ist mit der Garantie, dann steht da irgendwie im Regen. Deswegen fand ich das jetzt wichtig, das mal hier zu thematisieren. Die komplette Geschichte, da hat er ein Video drüber gemacht, findet ihr verlinkt. Wie gesagt, Kollege, das ist der Tim von Host Unlimited. Und ja, das wollte ich einfach nur mal erwähnt haben. Ja, was auch lästig ist, ist Sky. Gell, Georg? Ja, schöne Überleitung, Steffen. Die Bundesnetzagentur hat nämlich gegen Sky mal wieder ein Bußgeld verhängt in Höhe von 250.000 Euro, weil sie Kunden belästigt haben mit Werbeanrufen. Und das macht zwar die Telekom auch, aber die Telekom macht es bloß bei ihren Kunden und nicht bei Leuten, die da nicht zugestimmt haben, dass man sie anrufen darf. Genau, du hast und ja irgendwo mal einen Vertrag unterschrieben und dann bist du halt, wenn du den Haken nicht rausgenommen hast oder das durchgestrichen hast, wirst du halt angerufen. Genau. Und das war jetzt halt hier nicht der Fall. Und es scheint jetzt auch, Sky öfters dagegen verstoßen zu haben. Also die haben das nicht zum ersten Mal gemacht. Und die sind jetzt an diesem Maximalsatz, den man zahlen muss bei sowas. Ja, ich bin ja auch schon öfters von Sky angerufen worden. Ich selbst, muss ich dazu sagen, ich bin kein Sky-Kunde. Mein Vater ist wiederum Sky-Kunde. Aber der wird auch trotzdem, oder wahrscheinlich gerade deswegen öfters angerufen, weil er nutzt halt nur diesen Bundesliga-Teil und er interessiert sich halt nicht unbedingt für diese Spielfilmpakete, weil da läuft ja sowieso nur alter Quark, der schon eh auf Netflix und was weiß ich, wo alles schon oben ist. Und ja, und deswegen wird er öfters mal bombardiert mit Anrufen, die teilweise echt unverschämt sind, auch preislich eigentlich, wenn er das dann immer erzählt. Und man guckt dann mal im Netz, was jetzt wirklich Sky kostet, ist es eigentlich eine Frechheit. Und man versucht halt da gezielt, gerade so ältere Leute mit abzuziehen. Dass man halt sagt, okay, die informieren sich eh nicht. Und wenn ich dann erzähle, hey, das ist super toll reduziert und du kriegst dann noch, was weiß ich, irgendeinen Fanartikel von deinem Verein dazu oder irgendwie einen Receiver geschenkt oder so, dann springen die da drauf an am Telefon. Was halt bei meinem Vater zum Glück nicht der Fall ist, weil er ist da schon ein bisschen gebrieft von mir. Aber ich könnte mir vorstellen, dass da trotzdem reihenweise Leute dann abschließen. Und man darf nicht vergessen, wenn man jetzt mal allein bei uns hier guckt, von euch, wer hat ernsthaft mal überlegt, sich ein Sky-Abo zu holen? Kannst du vergessen? Keiner, wahrscheinlich. Naja, wenn dann bloß ganz kurz. Also wenn Games of Thrones, da gibt es ja, okay, dieses Sky-Ticket. Für Games of, ja, okay, ja. Das ist halt noch eine Option, aber so direkt ein Sky-Abo. Ja. Ich glaube, da habe ich mir eigentlich noch nie Gedanken drüber gemacht. Also, genau. Weshalb? Dazu muss man sagen, jetzt wo ich umgezogen bin, ich habe nicht mal mehr einen Fernseher. Ja. Fernsehen und so Zeug kannst du ja alles noch schön über den Tower machen, aber Sky... Ja. Dazu, ist nie für mich in Frage gekommen. Dazu kommt ja auch noch, also Sky ist ja, sag ich mal, sowieso für alle Bundesliga-Fans eine absolute Option, weil es halt nicht anders geht. Und Sky ist halt, also mein Vater nutzt es ja auch im Streaming, also der hat, wir haben jetzt hier keinen Fernseher mit Sky-Receiver, sondern er hat einfach ein Sky-Ticket mit Sport und es gibt ja auch ein Sky-Ticket mit, was weiß ich, Game of Thrones und x anderen Serien oder so. Und die Technik, die dahinter steht, ist halt eine absolute Frechheit. Also ich muss es wirklich mal so deutlich sagen. Also wie oft sich mein Vater drüber ausgekotzt hat, dass das Bild nicht... Dann gab es ja vor ein paar Monaten mal das Ding, da haben die Bayern gespielt und alle Bayern-Fans sind abgedreht, weil sie ihr Spiel nicht von ihrem Verein live sehen können. Und wenn du dich mit Bayern-Fans anlegst, ist schwierig, ne? Erstmal, weil das die wahrscheinlich die Mehrheit der deutschen Fußballfans darstellt und zweitens mal sind halt manche dabei, die sind echt nicht gerade gut aufgelegt, wenn dann was nicht funktioniert. So, und die haben es halt wirklich geschafft, das Spiel aufgrund eines Fehlers nicht zu übertragen, obwohl sie ja sonst immer alles übertragen, weil irgendwas hat da nicht funktioniert und wenn dann die Übertragung grundsätzlich funktioniert, dann ist mal das Bild weg. Dann hast du irgendwann
eingekrisselt drin und was weiß ich. Also ganz, ganz nervig. Deswegen, also Sky im Streaming, ich weiß nicht, die sollten erstmal ihre Technik hinkriegen. Und um das Ganze mal abzuschließen, wir haben es ja gerade gemerkt, unsere Generation und wahrscheinlich je jünger es wird, umso schlimmer, interessiert sich für Pay-TV nicht mehr die Bohne. Ne? Also vielleicht noch wegen Game of Thrones oder so, aber die Technik hinter Sky ist halt einfach eine Katastrophe und ich verstehe es nicht. Die haben Akamai als Streaming-Partner. Akamai kriegt so viel gestreamt, wenn man allein die ganzen Mediatheken alles anguckt, wird alles über Akamai ausgeliefert. Nur Sky irgendwie, die haben dann auch so einen komischen DRM, so einen Kopierschutz drüber und was weiß ich alles. Es ist ganz schlimm. Es ist einfach schlimm und wenn mein Vater nicht müsste, also wenn er nicht, wenn er eine Wahl hätte zwischen Sky und einem anderen Anbieter, dann wäre er schon längst weg, weil technisch ist es einfach totaler Rotz. Die haben dann auch noch so einen Player, den du auf dem Rechner installieren musst, damit dieses DRM funktioniert und dann geht der zweite Bildschirm nicht und was weiß ich alles. Also totaler Rotz, was die da haben. Kann man sich nur darüber aufregen. Ich kann nur sagen, es lief jetzt vor ein paar Wochen, Vater ist Clubfan, muss ich dazu sagen, lief das Spiel, ich glaube, das war das Freundschaftsspiel FC Bayern und der Club gegen den Club, das hat die Telekom übertragen. Ich meine, bei vielen Sachen kann ich die Telekom nicht leiden, aber er hat den Stream der Telekom geguckt und der lief problemlos, komplett durch, ohne Probleme. Telekom, deswegen bitte, liebe Telekom, kauft wieder die Bundesliga-Rechte, dann ist mein Vater sofort bei euch und wahrscheinlich zig Millionen Kunden auch. Gut, das war jetzt so mal das Plädoyer an Sky. Es ist echt eine Katastrophe. Ach ja, aber ich weiß, hier gerade lese, dein Vater muss sich da bald keine Gedanken mehr machen, weil Sky das nicht mehr wahrnehmen kann mit der Champions League. Ja, das war ja keine Champions League. Der Club spielt in der zweiten Liga. Also ach so, sorry. Ja, das nee, weil ich lese hier gerade, dass die ihr Angebot mit der Champions League aufgeben. Die lassen das noch bis 2021, bis 2022 durchlaufen, ja. Aber dann wird es aufhören bei Sky. Ja, nee, also das ist für ihn halt kein Thema, also gerade Bundesliga. Aber das hatten wir, glaube ich, schon mal in einem anderen Podcast thematisiert, auch diese Splitterung von den ganzen Streaming-Diensten, dass wenn du alle Spiele sehen musst, dann musst du dir ein Sky-Abo holen, ein Eurosport-Abo und was weiß ich, vielleicht irgendwann die Zone-Abo noch, also ganz nervig. Also Fußballfans haben es da echt nicht leicht, wenn es ums Geld geht, das ist echt schlimm, wie die da ausgenommen werden. Aber es ist halt eine riesen Geldmaschinerie, dieses Bundesliga-Zeugs. Das ist irre, was da für Geld an Werbung und was weiß ich alles umgesetzt wird. Noch schlimmer ist nur der Super Bowl bei den Amis, aber gut, ist eine andere Geschichte. Aber wo wir doch jetzt gerade bei Amerikanern sind. Genau. Wie sieht's denn bei Amazon aus? Ja, wollte gerade sagen, von der einen Sauerei gleich zur nächsten. Bei Amazon, beziehungsweise bei einem Amazon-Mitarbeiter gab es einen Datenleck. Und zwar kein kleines, also es wurde in den GitHub-Account eines AWS-Mitarbeiters gehackt oder geleakt oder je nachdem. Auf jeden Fall war der 5 Stunden lang öffentlich zugänglich. Hm. So, wer jetzt eine gewisse Ahnung von GitHub hat, wird wissen, dass da teilweise Source Code und Zeug rumliegt. Bisschen vielleicht. Ist in erster Linie so insofern nicht schlimm, wenn da nur Source Code gelegen wäre. Nee, da waren Schlüssel dabei. Also SSH-Schlüssel und so Zeug, unter anderem auch solche Sachen wie Dateien mit dem Namen rootkey.csv. Wer jetzt zumindest nicht komplett von der Informatik keine Ahnung hat, wird wissen, dass sowas wahrscheinlich irgendwas mit einem Root-Zugang zu tun hat. Könnte man meinen, ja. Dann ist das Ganze natürlich noch problematisch, wenn das Ganze irgendwo auf AWS läuft und du nicht genau weißt, für was das Ding jetzt genau zuständig ist. Ja. Ob das jetzt nur irgendwie eine normale Cloud von irgendeinem Jock Schmo ist, der halt da sein Zeug mit, oder ob da halt wirklich brisante Daten oder irgendwelche Business-Hardware dahinter liegt, wo du sagst, ja, wenn ich das Ding jetzt mal abschalte, dann geht die Firma halt den Bach runter, ne? Genau, oder du kriegst halt irgendwelche Datenthema wieder wie bei der Behörde, wobei Behördendaten auf AWS gab es jetzt in Deutschland noch nicht, bei den Amis gab es das schon mal. Da gab es ja auch öfters mal so Sachen, dass auf irgendwelchen Amazon S3 Speichern, das ist ja so ein Speicher Schnittstelle von Amazon, dass da irgendwelche
Daten halt liegen in so einem Bucket, dass da irgendeine Firma mal, die eine Datenbankmigration gemacht hat, da hat der Servicetechniker halt einfach mal in so ein Bucket ohne Schutz, unverschlüsselt, einfach mal die komplette Firmendatenbank kopiert, um sie dann wieder in sein Büro runterzuladen. Aber die lag halt dann da Monate, Wochen, Jahre, keine Ahnung. Und irgendeiner hat sich die halt dann mal runtergezogen. Sowas gab es ja in den USA schon, ne? Aber ja, da kriegt Public Cloud mal eine ganz andere Bedeutung noch. Ja gut, weißt du was? Dazu noch eine kleine Sache. Also die meisten, ich sage jetzt mal Sicherheitslücken, wurden dann auch schon durch Amazon interne Techniker angeblich behoben. Also ja. Natürlich ist es immer schön, wenn die Firma, die betroffen ist, sagt, okay, ja, wir haben es gemacht, ob da jetzt nur mehr oder weniger, ich sage jetzt mal, die informatiktechnische Sperrholzplatte drauf liegt oder ob man da wirklich die Sachen zugemauert hat, ist die andere Bauschaum. Frage. Der ja. Informatik-Bauschaum. Ich wollte gerade sagen, ob man da die schnelle Variante mit Informatik, Bauschaum und Gaffertape gemacht hat und wir halt dann, keine Ahnung, irgendwie nächstes Jahr oder so das Ding einfach wieder anschaltet, ja. Hat ja das Internet sicherlich vergessen. Ja, naja, ich meine, das Ding ist halt, erstens mal, was man halt bei sowas immer nicht vergessen darf, wenn du mal in der Cloud bist, bei einem gewissen Anbieter, ich meine, das sehe ich ja jetzt auch bei uns, ich meine, wir hatten schon mal eine Folge, da habe ich drüber geredet, ich weiß jetzt nicht mehr, welche Folgennummer, könnt ihr mal googeln, wenn euch das interessiert oder suchen, bei uns auf der Seite, da ging es um das Thema, dass wir bei QSO4U mit unserer Firma QSO4U Services, dass wir da ja Cloud-only sind, also wir betreiben alles in der Cloud, es gibt bei uns keine On-Premise-Server mehr, so, und wenn du halt als Unternehmen dich mal festgelegt hast, auf so einem Cloud-Anbieter festgetackert bist, dann bist du halt da auch erstmal, selbst wenn du sowas mitbekommst mit so einem Skandal, du kannst nicht eben mal mit einem Fingerschnippen deine ganze Infrastruktur migrieren. Also wir haben jetzt letztes Jahr ja erst den Umzug gemacht in ein neues Rechenzentrum oder in mehrere Rechenzentren. Ja, und wir haben dafür 2 Monate gebraucht. Und wir haben jetzt keine 2000 Server oder so, aber das dauert halt schon seine Zeit und dann kannst du auf sowas halt relativ träge nur reagieren, ne? Also ganz schwierige Geschichte und man kann nur hoffen, dass Amazon da gut reagiert, aber ich will denen mal nichts Böses nachsagen, ich kann mir schon vorstellen, weil die haben einen Ruf zu verlieren, gerade hier in Europa, die Cloud-Skeptiker in Europa, da musst du halt was machen, ne? Also wenn du da jetzt sagst, oh, naja, wir lassen mal ein bisschen, ne, Gras drüber wachsen, ich glaube, das ist schwierig. Und wenn es dann nochmal knallt, dann überlegen sich viele Unternehmen dann doch nochmal, ob sie in AWS eine Instanz aufmachen oder so. Dazu vielleicht noch, eine Sache, das wird auch noch mehr Leute, wenn sie das jetzt auch noch hören, sich wahrscheinlich überlegen, bei AWS eine Instanz aufzumachen. Okay. Da anscheinend sind da auch noch personenbezogene Daten mit rübergewandert. Oh, DSGVO, schön. Dann. Also nicht nur Sachen wie Anmeldedaten für Geräte, nee, auch so Sachen wie Bankauszüge und so weiter sollen wohl von AWS-Kunden beziehungsweise von demjenigen, dem das Repo, der das Repo verwaltet hat, damit durchgelaufen sein. Auch Dokumente für Amazon vertraulich und so Schulungsdokumente sind da wohl durchgelaufen. Also schön. Das ist schon, wie würde die Jugend sagen, oder spicy, ne? Ja. Ja. Ja gut, ich meine, wenn du halt einen Mitarbeiter-Account hast, das ist sicherlich auch bei anderen Cloud-Diensten so, dann kommst du halt an sehr viel ran. Ne? Es liegt halt in der Natur der Sache, wenn Mitarbeiter halt er muss ja an solche Daten rankommen, um zum Beispiel Support machen zu können, um irgendwas zu machen. Das ist ja auch immer so das Ding mit dem Administrator. Ich meine, der Administrator ist im Unternehmen eine riesen Schwachstelle, aber die ist halt notwendig, damit das Unternehmen funktioniert. Ne? Müsstest jeden Administrator eigentlich, wenn er ein Unternehmen verlässt, erstmal eine Gehirnwäsche unterziehen, dass er alles vergisst. Und dass er alle Backdoors wieder rausbaut, die er sich gelegt hat im Laufe der Zeit. Ganz schwierige Sache. Also da ist, du kannst es eigentlich immer alles nur rechtlich machen, aber ob er es dann halt wirklich macht und das ist halt immer echt ein Riesenproblem. Aber das hast du bei allen Unternehmen. Also ich will jetzt Amazon um Gottes Willen, ich möchte jetzt nicht schützen. Ich hatte jetzt erst letzten Monat richtig viel Ärger mit Amazon. Das kann ich vielleicht auch nochmal kurz erzählen. Wir hatten bei QSO4U die Idee, bei einem Event habe ich mal so ein bisschen Amazon-Credits bekommen. Na, ist jetzt uninteressant, welches Event, muss ich hier nicht öffentlich machen. Aber ich habe halt eben einen Gutschein bekommen für
einige, also es waren jetzt nicht nur 100 Stunden, sondern einige 1000 Stunden EC2, das sind ja diese Instanzen bei Amazon, EC2 Computing Credits praktisch bekommen. Und dann haben wir gesagt, okay, Felix und ich, lass uns doch mal, wir haben ja für unsere Kunden so eine Statuspage, wo die Kunden sehen können, wenn wir eine Störung haben. Und es ist natürlich taktisch ganz intelligent, wenn man diese Seite nicht auf einen Server packt, der im gleichen Rechenzentrum liegt wie das ganze andere Zeug. Weil wenn das Rechenzentrum gestört ist, ist natürlich die Statusseite auch weg. Dann kann ich meine Kunden nicht über eine Störung informieren. Macht ja irgendwie Sinn. Ich sage, okay, wir haben diese Credits, die wir bei einem Event bekommen haben. Lass uns doch mal einfach so eine Instanz bei Amazon installieren und lass uns dann einfach diese Statuspage bei AWS hosten, wenn wir sowieso diese Credits haben. Gesagt, getan, ich habe die Instanz installiert, hatte da erstmal Probleme, weil Amazon scheinbar nicht akzeptiert hat, dass es mich gibt und dass ich ein seriöser Geschäftskunde bin. Haben sie mir nicht geglaubt. Das heißt, ich musste erstmal verifizieren. Wie ging das? Und das ist auch ein Schwachsinn vor dem Herrn. Du kannst dich nicht registrieren, also schreib eine E-Mail an den Support. Ich möchte mich registrieren. Also wirklich so, einfach nur, ich möchte mich registrieren und hallo, hier bin ich und das ist kein Fehler. Dann schreibst du eine Mail, dann kriegst du nach 2 Wochen eine Rückinfo. Hey, cool, schön, dass du da bist, ich habe dich jetzt freigeschalten. So, und dann kannst du anfangen. So, dann klicke ich da rein, installiere diese Instanz und tue die Credits natürlich rein, freue mich schon, hey, kostet nichts, geil. So, und dann lief das Ganze, weil wir das halt nicht weiterverfolgt haben, aus Zeitgründen, ich habe es davon schon erwähnt am Anfang. Nach einem Monat kriege ich eine Rechnung. Denke ich, okay, die muss ja eigentlich 0 Euro sein, weil ich habe ja diesen Gutscheincode. Nee, Amazon verlangt Geld für die Erstellung der Instanz. Wir reden hier von einer Instanz, die wirklich popelig ist. Also eine VM, die, ich glaube, die hatte 40 GB HDD und ich glaube einen CPU-Core und 1 GB RAM. Also wirklich mini, mini, mini. So, da reden wir von, ich glaube, allein für die Erstellung der VM 10 Euro oder so. Da kann ich bei anderen Hostern, kann ich das Ding einen Monat dafür betreiben, locker. Also bei manchen sogar mehrere Monate, ne? Also erstmal haben sie dafür Geld verlangt und dann haben sie für die für den Traffic haben sie Geld verlangt, sogar für den eingehenden Traffic ins Data Center rein, was dem Anbieter ja an sich nichts kostet. Normalerweise kostet für so einen Hoster nur der ausgehende Traffic Geld. Also richtig fett haben sie uns da wirklich auf gut Deutsch verarscht und also das nächste Mal, wenn ich auf einem Event so einen Stand sehe von denen, dann werde ich denen mal ordentlich die Meinung geigen, ne? Weil da ist nichts, auf dem Gutschein steht nichts drauf, dass das alles Geld kostet, die Bereitstellung und so weiter und dir wird es auch am Anfang nicht angezeigt. Du gibst natürlich, wie es bei den Amis üblich ist, deine Kreditkartennummer ein und irgendwann wird es einfach abgebucht. So, und was wäre wohl passiert, wenn wir unsere Statuspage wirklich umgestellt hätten und hätten dann, was weiß ich, ein paar tausend Zugriffe gehabt? Ihr glaubt nicht, was das dann gekostet hätte. Dann hätte ich wahrscheinlich 1000 Euro für so eine Statuspage bezahlt, wo ein anderer Hoster vielleicht 5 Euro für verlangt oder so. Aber hallo, ja, ich bin ja dann bei Amazon. Ja, wunderbar, danke auch, ne? Danke für nichts. Also, oh, da könnte ich mich aufregen gerade. Und was haben dir diese Coins denn gebracht? Was hast du da doch nicht zahlen müssen? Die Kosten für die VM an sich. Ne? Ah. Die Kosten für die VM an sich spare ich dann dadurch. Ne? Aber wenn ich für den Traffic und für die Bereitstellung schon so viel Geld bezahlen muss, und der Traffic war ja noch nicht mal der Traffic von den richtigen Benutzern, sondern das war der Traffic von mir, von der SSH-Konsole, wie ich die Instanz konfiguriere, den Webserver installiere und das ganze Zeug. Also, boah, da habe ich einen Hals. Naja, jetzt bin ich halt mit der Statusseite, sind wir jetzt nach Montabaur gegangen und dann ist jetzt da erstmal Ruhe. Aber ja, ich habe mich ziemlich drüber aufgeregt. Gut. Dann, so, wo wir jetzt doch gerade bei Amerikanern sind, gehen wir zum nächsten großen Verein. Und großen Firmen. Gehen wir mal zu anderen Vereinen, die auch noch was damit zu tun haben. Genau. Gehen wir mal zur NSA und der
der Windows-Lücke oder der Lücke in Windows, die NSA entdeckt hat. Also die NSA hat einen Exploit in Microsoft Windows entdeckt und der ist halt sehr brisant und der zielt halt eben auf die Zertifikatsverwaltung ab und man könnte jetzt denken, okay, das ist die NSA, dann werden die das Ding wohl wahrscheinlich erstmal für sich benutzen und angeblich hätten sie diese Lücke, ich meine, man munkelt natürlich, dass das alles Marketing ist, hätten sie die Lücke nicht ausgenutzt, sondern hätten die Lücke dann erstmal brav Microsoft gemeldet, dass die möglichst schnell dafür eben ein Update rausbringen. Ja, aber das ist so eine Geschichte. Solltet ihr jetzt gesagt haben, was Windows-Update? Habe ich dieses Jahr noch gar nichts gesehen. Dann geht mal in eure Systemsteuerung und installiert mal die Windows-Updates. Wäre auf jeden Fall empfehlenswert und VSUS-Server-Administratoren sollten vielleicht auch ganz, ganz dringend mal auf ihren VSUS gucken, ob es da Updates gibt und die dann natürlich auch dementsprechend einspielen. Ja, aber so kann es auch gehen. Wie gesagt, böse Zungen behaupten, das war reines Marketing für die NSA. Hey, die sind doch nicht böse, die melden doch jede Lücke brav. Aber was man halt nicht weiß, wie viele Lücken sonst noch da rumkräuchen und fleuchen, von denen Microsoft nichts weiß, wo halt einfach die NSA für sich benutzt. Und was auch brisant ist, Linux-User sind auch betroffen. Und teilweise gibt es für manche Distributionen noch keinen Patch, weil es gibt da eine ähnliche Lücke, wo man eben das auch so ausnutzen kann, wie es eben bei Windows möglich ist. Jo. Gut, dann, da fällt mir jetzt aber beim besten Willen keine Überleitung ein. Vielleicht bis 2077 hoffen wir mal, dass sowas nicht mehr auftaucht. Gell, Georg? Ja, es wird zwar wahrscheinlich, also die NSA wird sich bis dahin nicht ändern, aber es geht um Cyberpunk. War was Schönes. 2000, schön ist es nicht, aber weil es geht darum, dass der Release um ein halbes Jahr verschoben wurde. Ja. Es kommt jetzt anstatt wie geplant jetzt erst am 17. September 2020 raus. Grund ist der Entwickler CD Projekt Red sagt, naja, wir haben, das Spiel ist zwar jetzt prinzipiell fertig, aber es muss halt noch getweakt werden. Es gefällt uns noch nicht ganz. Das sind noch so ein paar Performance-Sachen, die ein bisschen glatt gebügelt werden müssen. Und weil in ihrem offiziellen Statement haben sie halt gesagt, okay, wir wollen das wirklich, dass das unser Meisterwerk wird. Und wir wollen das, dass es wirklich hochpoliert ist. Und jetzt in dem Zustand wollen wir es noch nicht rausgeben. Ob sie da halt jetzt nicht den Mund schon ein bisschen zu voll nehmen, man wird sehen, aber... Dazu wollte ich dann auch noch, mach jetzt zuerst mal, dann sag ich noch schnell was dazu. Ja, das war eigentlich mal ein ganzer Kommentar. Ja, da fallen mir zwei Sachen ein. Einmal mit dem Meisterwerk und dass es perfekt werden soll, da kommen, also zumindest bei mir ganz, ganz böse Assoziationen zu Duke Nukem auf. Ja, weil das ja auch irgendwie als der absolute Meilenstein gebaut werden sollte. Und die andere Frage ist so, ja, wir wollen so ein bisschen tweaken, ist die Frage, ich mache jetzt trotzdem eine Ausbildung als Entwickler, also was für ein Dumpster-Fire da eventuell dahinter steckt, weil was das Marketing sagt und was schlussendlich bei den Entwicklerteams vorgeht, ist meistens immer eine ganz andere Welt. Ja, vor allem wahrscheinlich ist es schon so beschönigt, weißt du, und das Entwicklerteam, da ist Kraut und Rüben, das Ding stürzt alle 5 Minuten ab und keine Ahnung, du brauchst einen ultra krassen PC, dass es überhaupt einigermaßen läuft und das Marketing, naja, wir können ja sagen, das ist einigermaßen in Ordnung, das läuft schon grundsätzlich mal. Man weiß ja, wie Marketing... Genau. Man weiß ja, wie Marketing arbeitet. Und das kann ich mir schon richtig gut vorstellen. Also da ist es wahrscheinlich wirklich gut, die verschieben das Ganze mal, bevor dann ein Riesenfrust entsteht und die Leute dann, weil das Spiel ist halt wirklich hyped. Also man kann es ja nicht anders sagen. Also überall, wo ich mich umhöre, also allein hier bei der Course of You Crew, was da für ein Hype ist mit Cyberpunk, das ist ja irre. Also und wenn ich dann mich so mal auch im zivilen Leben mich unterhalte mit Leuten über Games, also da ist Cyberpunk halt auch sehr hoch. Und wenn man sich die Gamescom mal anguckt, was wir da dieses Jahr gesehen haben, also irgendwie, wenn sie das jetzt versemmeln, das ist schon, wäre schon blöd, ne?
Ja, ich meine, nach den Erfolgen mit Witcher 3, das, ja, da wundert es mich auch gar nicht mehr, dass es so gehypt ist. Tja. Naja, wir werden es sehen. Wir werden es erleben und ich denke mal, dass wir auch im Podcast wieder drüber reden werden, auch wenn natürlich Gaming jetzt nicht unser Hauptthema ist, aber solche Geschichten, da kann man einfach nicht von ablassen. Gut, dann, ja, wo man vielleicht besser von ablassen sollte, ist der Google Chrome Browser, aber das ist eine ganz private Meinung von mir, wegen Datenschutz. Tobi, was war denn da schon wieder los? Ja, anscheinend, oder was heißt anscheinend, es ist eine Lücke im Chrome-Browser bekannt gewesen, bei dem wohl Shortcode direkt auf die Maschine, also auf den drauflaufenden PC, beziehungsweise aufs drauflaufende System eingespeist werden konnte. Die ganze Sache konnte auch dauerhaften Schaden am System anrichten. Also es ist jetzt nicht nur irgendwie, dass du mal einen Browser oder was hijackst, sondern da ist, da zeigt sich ordentlich was, kann sich ordentlich was im Code vom Chrome festzecken. Was mich jetzt ein bisschen stört ist, ich habe es vor dem Podcast schon mal mit Steffen und so weiter besprochen, es wird hier nicht gesagt, ob das im Chromium oder nur im Chrome-Browser ist. Mhm. Für alle Leute, die sich jetzt nicht ganz damit auskennen, Chromium ist an sich die abgespeckteste und runtergebrochenste Version des Chrome. Der ist, glaube ich, soweit auch Open Source. Der Urbrowser, ja, genau. Ist auch soweit Open Source und es gibt mittlerweile eigentlich, soweit ich weiß, nur einen der größeren Browser, also Firefox, der eben nicht mehr auf Chromium basiert. Genau. Sogar die neue Version des Microsoft-Browsers Edge ist jetzt mittlerweile mit der Chromium-Engine. Also wer den aktuellen Browser hat, ich weiß gar nicht, wurde der jetzt schon verteilt? Ich habe ihn, glaube ich, noch nicht bekommen. Aber ich habe schon Kollegen, die den einfach mal so testen oder die den vorher schon als Beta runtergeladen haben. Und die waren eigentlich recht angetan. Und ich muss auch ehrlich sagen, dass ich glaube, dass das ganz gut werden könnte. Aber sonst, klar, hat fast jeder bis auf der Firefox die Chromium Engine drunter und hat halt hier und da immer so ein paar frisierte Sachen noch drin, aber grundsätzlich haben wir jetzt nur noch zwei große Browser-Engines. Einmal die Firefox-Engine, wo mir gerade der Name nicht einfällt, und dann eben die Chromium-Engine, die man sich aber auch, das wissen auch viele nicht, du kannst dir den Chromium auch beim Projekt direkt runterladen. Ne? Also du kannst auch selber sagen, ach komm, ich kompiliere mir hier mal meinen eigenen Chromium für meinen Linux. Wer die Zeit und Lust hat, kann das machen. Ansonsten gibt es, glaube ich, auch eine fertig kompilierte Beta-Version immer für Windows. Es gibt auch zum Beispiel auch für Linux und so weiter Chromium-Versionen, also die dann wirklich barebone der Browser sind. Weil wir gerade bei Linux sind, Linux scheint davon nicht betroffen zu sein. Es scheint nur Windows 10 und Windows 2016, 2019 Server zu sein. Siehst du, macOS ist auch nicht betroffen für die Leute, die einen Apfel haben. die werden sich auch freuen. Ja, vielleicht noch ein kurzes Ding dazu zu Chromium, was ich letztens mitbekommen habe. Wenn irgendjemand unserer Zuhörer Webdevelopment betreibt, kann es dazu kommen, also zumindest ist es beim Kollegen vorgekommen, dass, wenn man Chromium verwendet, gewisse Sachen nicht funktionieren, die in allen anderen Browsern laufen. Also falls da irgendwelche komischen Dinge also passieren. Also wenn ihr den Chromium Core benutzt praktisch. Genau. Also wenn da zum Beispiel zum irgendwelchen Testen irgendwelcher Webanwendungen oder da kann es sein, dass sich Chromium ein bisschen dran verschluckt. Also das ist halt auch irgendwie merkwürdig, weißt du, du hast hast eigentlich überall den gleichen Unterbau, aber trotzdem verhält sich's anders. Also das merke ich halt selbst als Systemintegrator, merke ich das halt manchmal, dass manche Oberflächen trotz vermutlich gleicher Browser-Engine, die laufen halt zum Beispiel, ich nutze halt sehr gerne den Vivaldi-Browser, laufen im Vivaldi nicht, dann mache ich den Opera auf, der ja auch eigentlich die Chromium-Engine unten drunter hat, bei dem läuft es. Also das ist ganz merkwürdig und ich befürchte halt, mit dem Edge haben wir jetzt noch den dritten Browser, also den dritten großen bekannten Chrome-Browser oder vierten, wenn du den Google Chrome mit dazu zählst, der auch wieder seine eigenen Macken hat und so weiter. Aber grundsätzlich kann man eigentlich sagen, muss ich sagen, dass die Chromium Engine eine gute Engine ist, die eigentlich relativ gut läuft. Also schnell läuft, performant. Das Einzige, was er halt braucht, ist Arbeitsspeicher. Ne? Also wenn du ihm 30 Gig gibst, die nimmt er sich halt auch irgendwann mal. Ne? Wenn du den
200. Tab offen hast im Browser, dann, wenn du so ein Tab-Messi bist, dann ist halt 30 GB sind da ruckzuck weg, einfach nur mit irgendwelchen Browser-Tabs. Aber an sich, wenn deine Büchse performant ist, wenn du ein richtiges Rennpferd hast, dann kannst du damit echt Spaß haben. Dann läuft das Ding. Und das sage ich wirklich ungern, weil ich auch ein großer Verfechter vom Firefox bin und eigentlich auch immer gesagt habe, Mensch, es muss mehrere Browser geben auf dem Markt. Und deswegen war es mir am Anfang ein Dorn im Auge, dass Microsoft gesagt hat, hey, aber nachdem ich gemerkt habe, Microsoft kommt auf keinen grünen Zweig mit seinen Browsern, weil die haben auch mit dem Edge-Browser erstmal ins Klo gelangt. Ne? Also das war halt, Microsoft kriegt Browser nicht hin. Also dann sollen sie es lassen, dann sollen sie halt einen anderen Browser nehmen und den einfach einbauen. Aber ich finde es trotzdem schade, dass es halt eben, dass es diese Vielfalt nicht mehr gibt, weil das sorgt halt wieder für Monopole, die man eigentlich nicht unbedingt haben möchte. Okay, dann noch ein kleines Schlusswort von mir dazu vielleicht. Ich bin auch kein großer Verfechter vom Chrome-Browser an sich, aber für was er richtig gut ist, ist für Webprogrammierung, weil der einfach wunderschöne Entwicklertools mit sich bringt. Aber Firefox hat doch auch Entwicklertools. Die sind aber ekelhaft. Außerdem kannst du beim Chrome auch so Sachen wie SQL-Statements, wenn da welche mitgeschickt werden und so weiter, die auch gleich auslesen, also durch gewisse Add-ons. Das kann er nicht native, aber da gibt es schon Sachen, die wesentlich komfortabler sind. Und da würde ich jetzt mal sagen, vom einen Browser zum anderen Browser-Problem. Steffen. Zum Problem meinst du? Browser-Problem? Ja. Ach doch, ein bisschen Browser ist da auch mit drin. Genau, wir haben eine Zuschauerfrage bekommen, die wollte ich jetzt hier mal beantworten. Ich habe dem Zuschauer schon eine kurze Nachricht zurückgeschickt, aber ich wollte es einfach mal thematisieren, weil es relativ häufig es geht um Video, das halt schon etwas älter ist. Das wird relativ gut geklickt. Da geht es darum, dass der PC automatisch Werbefenster öffnet. Das habe ich mal gedreht, das ist schon ein bisschen her. Und da gibt es immer wieder Kommentare. Also selbst, ich glaube, das Video ist 4 Jahre alt, aber da gibt es immer noch ordentlich Kommentare und Anfragen. Und von Zero haben wir die Anfrage bekommen, habe ein Problem auf meinem PC, habe wahrscheinlich durch eine Free Roblox Executor oder Exploit, wie auch immer das Ding heißt, ein Virus bekommen. Schön. Er startet die ganze Zeit irgendwelche Websites. Wenn ich die Browser deinstalliere, fragt mein PC, mit welcher App er. Ja, das ist klar, weil er hat dann den Befehl irgendwo drin. Und und dann versucht er halt diese HTTP-Seite oder HTTPS irgendwie zu öffnen. Und ja klar, dann fragt er halt nach Windows. Das ist echt widerlich. Okay, ich möchte nicht wissen, was der für Tabs öffnet, wenn das so widerlich ist. Was da manchmal für Seiten kommen. Gibt es ein Antivirus-Programm, das du mir empfehlen kannst? Also meine Frage ist, wie bekomme ich diesen Virus wieder weg? Da gibt es halt mehrere Möglichkeiten, die ich da in Betracht ziehen würde. Klar, also die absolute Holzhammer-Methode ist halt wirklich das Ding neu aufsetzen. Das kann natürlich auch sein, dass das notwendig wird. Das heißt, das muss man halt mal gucken. Ansonsten würde ich auf jeden Fall empfehlen, mal mit Antivirus-Boot-CDs ans Werk zu gehen. Da gibt es diverse. Also je nachdem, was man halt für einen AV-Hersteller bevorzugt. Es gibt eine von den Russen, von Kaspersky. Es gibt eine, die hat mir ganz gut gefallen. Die ist auch kostenlos, von ESET. Nicht, weil ich ESET jetzt an sich so gut finde, sondern eher die CD fand ich gut gemacht, weil die halt mit einer schicken Web-GUI ist. Muss man halt wollen, muss man brauchen, man braucht es eigentlich nicht. Aber die hat halt auch zum Beispiel einen TeamViewer mit drin und so weiter. Es gibt von G-Data sowas, es gibt von, ich glaube auch von Avira gab es sowas mal, von unseren finnischen Freunden, von F-Secure, die haben auch sowas. Die ist allerdings nicht so schön gelungen, finde ich persönlich, aber funktional ist sie natürlich trotzdem. Und die kann man sich runterladen, ist eine ISO-Datei, die brennst du auf eine CD, bootest davon, aktualisierst dann einmal, da läuft halt Linux und dann kannst du halt einmal deine Pattern aktualisieren und dann kannst du über den Rechner drüber scannen und kannst dann auch die Dateien eben löschen und kannst dann mal das System checken. Ansonsten, du hast ja eigentlich schon auf das richtige Video geantwortet. In dem Video habe ich zum Beispiel 2 Tools gezeigt, wo man einmal Adware entfernen kann
und auch solche Geschichten wie eben Toolbars und diesen ganzen Schund, den man eigentlich nicht braucht. Deswegen, also die Tools, das hast du jetzt nicht geschrieben, ob du die schon mal drüber laufen hast lassen oder eben nicht, die würde ich auf jeden Fall auch mal drüber laufen lassen. Und ja, wenn das alles nichts hilft, ich meine, man kann noch mal gucken, Autostart, was liegt da drin, aber es ist halt immer sehr schwierig, man weiß halt nicht, was du dir jetzt genau eingefangen hast, und letztendlich hundertprozentig wird man nicht wissen, ob das Ding dann auch bereinigt ist. Deswegen solltest du wahrscheinlich wirklich sagen, okay, installier das Ding neu. Das ist wahrscheinlich der beste Weg bei der ganzen Geschichte. Ja, das sind so meine Ideen, die ich habe. Weißt du, habt ihr noch irgendwelche Ideen, was der machen könnte? Weniger Ideen, vielleicht eher keine Free Executor und Exploits mehr runterladen von, von irgendwelchen dubiosen Seiten. Ja. Ja, ich glaube, es gab noch so eine Antivirus-Version auch von CT, aber ich glaube, die kostet ein bisschen Geld. Du meinst die Desinfect? Genau. Haben wir auch schon Videos drüber gemacht. CT, das CT-Magazin bringt jährlich so eine Desinfect raus. Das ist eigentlich eine gute Idee, könnte ich auch mal wieder ein Video drüber machen. Und die kann man sich kaufen, ist bei der Zeitschrift dabei und damit kannst du halt auch scannen. Die ist relativ gut, die kann relativ viel. Wie gesagt, kostet Geld, aber du könntest auch einfach sagen, okay, ich lade mir jetzt von 2-3 Herstellern, also auch gerne von mehreren Herstellern, weil es ist halt nicht sicher, dass jetzt jeder Hersteller auch alles erkennt, logischerweise. Also ruhig eine Zweit- und Drittmeinung einholen. Klar, da geht Zeit ins Land, aber du willst ja deinen Rechner wieder sauber kriegen. Und dass du dann einfach sagst, okay, ich lasse dir jetzt mal 2-3 CDs drüber laufen, um einfach zu sehen, okay, da ist wirklich nichts drauf. Und halt auch von unterschiedlichen Herstellern. Manchmal ist es so, dass Browser-Hersteller, Bullshit, dass AV-Hersteller Engines voneinander verwenden. Zum Beispiel GData verwendet die Bitdefender-Engine mit und F-Secure verwendet die eigene Engine, aber hat auch als Backup noch die Bitdefender-Engine, dass man halt guckt, dass man da vielleicht unterschiedliche, also Kaspersky hat auf jeden Fall eine eigene Engine, Bitdefender hat eine eigene Engine, aber da gibt es, glaube ich, keine Boot-CD, also nimmst du halt jemand anders, wie zum Beispiel F-Secure, die eben halt auch Bitdefender einsetzen, und so muss man halt dann gucken, dass man dann einen gesunden Mix hat an AV-Produkten, die man da einfach drauf loslässt, die dann die Festplatte scannen. Aber wie gesagt, grundsätzlich ja, ist halt schwierig. Also gerade auch das Thema, das habe ich auch relativ häufig bei meinen Videos, wo es jetzt um Malware und so weiter geht. Da nochmal der Hinweis, ich probiere das Ganze in einer abgeschotteten Umgebung aus. Also ich benutze auf gar keinen Fall meinen produktiven Rechner hier für solche Späße. Und das ist alles komplett abgeschottet. Und das ist halt immer, wenn man dann mit seinem eigenen Rechner anfängt, irgendwelche Exploits auszuprobieren und irgendwelche Script-Kiddy-Geschichten macht damit, das ist eine ganz schlechte Idee. Deswegen immer eine Test-VM oder irgendwas benutzen und das auch netzwerktechnisch gegen den Rechner abschotten, dass da eben nichts ausbrechen kann und wie auch immer. Deswegen, also das sollte man auf jeden Fall aufpassen. Ja, aber das erlebe ich relativ häufig bei den Videos, wo es eben um die Petya-Geschichte ging, Petya-Ransomware, habe ich alles in abgeschotteten Umgebungen ausprobiert und nicht auf meinem Produktivrechner, und mache ich auch nach wie vor natürlich nicht auf meinem Produktivrechner, ist klar. Und auch nicht in meinem Produktivnetz hier. Also da habe ich auch ein extra Test-VLAN, wo ich sowas ausprobieren kann, wo auch eine Firewall davor ist und dieser Virus auch nicht ausbrechen kann in andere Netze. Was ja lustigerweise oder traurigerweise ja Kaspersky mal passiert ist, dass dann Trojaner mal ausgebrochen ist. Ich glaube, wir hatten es mal in einem Podcast auch drüber. Also das ist denen schon mal passiert. Ist eine blöde Geschichte. Gut, dann würde ich sagen, ein abschließendes Wort vielleicht noch, je nachdem, wie schlimm jetzt die Infektion bei so Zeug war. Vielleicht auch mal Passwörter ändern. Passwörter ändern, auf komische Aktivitäten achten. Genau. Lauter so Zeug, dass man auch ein bisschen auf der Hut ist. Wo wir auch wieder beim Thema von der Behörde sind. Du weißt ja nicht, ob vielleicht auch dein komplettes E-Mail-Postfach mit abgegriffen wurde in der Zeit, wo halt irgendwelche widerlichen Browserfenster aufgingen. Und man weiß halt auch nicht, ob zum Beispiel manche Passwortmanager im Browser... Caches oder so Zeug, was im Browser liegt.
Genau, was im Browser liegt, Kennwörter, die du gespeichert hast oder noch schlimmer, vielleicht irgendwelche Passwort-Doc-Dateien in deinen eigenen Dateien, will ich nicht hoffen. Also falls du das machst, nutzen Passwort-Manager zukünftig, dass sowas halt auch mit abgezogen wurde. Ne? Also falls jemand sowas pflegt, es gibt Passwort-Manager. Ich habe auch schon mal ein paar Videos drüber gemacht, KeePass zum Beispiel oder Passwort-Safe oder es gibt auch kommerzielle Tools. Aber geht bitte von diesen einfachen Passwörtern, die man für alles verwendet, bitte mal weg davon, weil das ist sehr häufig immer noch ein Problem, das wird immer noch ausgenutzt, weil es halt eben noch so viele machen und Zwei-Faktor-Authentifizierung, wenn es geht, ist natürlich eine feine Sache, aber das machen noch viel weniger als, die Leute, die einen Passwortmanager benutzen. Also davon sind es vielleicht dann nur noch 20%, die auch noch Zwei-Faktor verwenden. Also ganz, ganz schwieriges Thema, aber gut. Das habe ich jedes Mal bei meinen Awareness-Trainings, wo dann die Leute fragen, hey, wie kann ich mich denn dann privat auch schützen? Ne? Unternehmen wird super geschützt unter Umständen, aber wie schütze ich mich privat? Aber das sind so die Sachen, die halt einfach wichtig sind und sehr effektiv sind, die nichts kosten. So viel dazu. Gut, dann wären wir für heute schon mal am Ende. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und dann hören wir uns bei der nächsten Folge und bis dann. Ne? Ciao. Tschüss. Servus.